Wer in Anzenkirchen im Rottal am Vormittag Brotzeit holt, geht meistens zum Schmied Metzger. Vier Leberkässemen, zwei Rohsalamisemen und ein Kochsalamisemen. Das war's. Ich bin mit dem Hermann Ertl unterwegs beim Einkaufen für eine Brotzeit später am Nachmittag. Der Hermann Ertl wohnt in Anzenkirchen und er ist ausgespitzt und weiß genau, wo es gute Sachen gibt. Aber um die Zeit muss man halt ein bisschen anstehen. Früher war es halt so, dass da der Lehrbuhr gekommen ist von den Betrieben. Da hat einen langen Zettel gehabt und hat dann abgearbeitet. Drei Semmeln so, mit Leberkäse, mit Warmer, mit Zirstensaft, mit einem Schafensaft und einer Salami und eine andere Schinkenwurst. Und da bist du halt da gestanden und hast eh schon etwas Menge, aber da bist du halt nicht dran gekommen. Darf ich die alle vier zusammenbacken? Aber jetzt. 24 bitte. Jetzt sind wir dran. Das Wichtigste, ein Leberkäse. Den altbayerischen. Mehr die 250 Gramm geschnitten und der Scheiben. Und dann möchte ich nur drei Ringsburger und, und einen Press, sogar so einen kleinen. Weil die kleinen Stangen, die haben wir noch lieber. Ich hätte gerne ein greiches Wammerl noch. Dann, ja, ein schwarzgereichertes Wammerl gehört für mich unbedingt zu einer Brotzeit. Und wir kaufen noch weiter Eier. Unsere Brotzeit ist ja erst am Nachmittag. Der Begriff Brotzeit hat durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Gleich in der Nähe, im Rottaler Hammerwerk Wenzauer in Anzenkirchen, steht die Vormittagsbrotzeit unmittelbar bevor. Martin, der Metzger ist gerade zu dir. Ja, danke. Vom ganzen Firmengelände kommen die 20 Mitarbeiter schnell zum mobilen Metzgerwagen, der seinen Laden vor der Werkshalle jeden Freitag öffnet. Genau rechtzeitig zum Pausenton. Die Schmied legen die schweren Hämmer aus der Hand. Sie haben nicht lang Zeit für ihre Brotzeit. Meist besteht die nur aus einer Leberkässemi. Aber mancher mag auch was Süßes. Bei Martina Greiner kann gleich fürs Wochenende eingekauft werden. An den anderen Arbeitstagen hat jeder die Brotzeit selber dabei. Und man kommt im Brotzeitstübel zusammen. Eine Viertelstunde. Reicht es? Eine Viertelstunde klang aber für Brotzeit. Für Brotzeit klang es schon. Ist das ab, wird das dann vom Mittag abgezogen oder wie ist das? Nein, wir haben Mittag, auch noch eine halbe Stunde ungefähr. Und das ging dann. Das ging ja, oder? Ging leicht. Ja. Leicht. Im Nachbarort trifft dann kaufen der Hermann Ertl und ich jetzt für eine Brotzeit ein, die dagegen schon weitaus gemütlicher ist. Da gehören Radi und Radiesel unbedingt dazu. Das passt. Dann nehmen wir die kleinen zwei nehmen. Ja? Hoffentlich haben sie nicht holzig, sonst haben wir gar nicht. Vom Markt geht's gleich weiter wieder zu einem Metzger, zum Hanöffner. Ja, jeder Metzger hat was anderes besonders. Wie geht's? Der Hermann Ertl weiß genau, wo was am besten ist und was er will. 500 Gramm von Berliner. Und zwar war es nicht ganz dünn geschnitten, dass man noch angelangen kann mit der Hinter. Ja. Ich habe ein bisschen dicker noch. Ein schönes Schnittbild. Und was ist das Besondere am Berliner? Das ist eigentlich der Magen von einer Sau. Und der wird jetzt sauber putzt. Und da ist er. Genau, das ist er. Genau, da ist er. Da ist er, genau. Der Vorteil ist, dass man den reinhauen kann. Und was ist denn hier drin? Das ist wie ein roter Presssack. Wie ein roter Presssack mit Zunge und Speckwürfeln. Mein Opa hat den auch schon gern gegessen. Und für eine Brotzeit gehört für mich einfach der Berliner dazu, wie wir in Bayern haben. Ja, und der Hermann Ertl mag heute den Berliner nicht in einer Plastikhaut, sondern gereichert im Saumagen. Die wichtigste Zutat für eine Brotzeit ist natürlich das Brot selber. Das macht er selber. Ich mache das Brot selber natürlich nicht runter. Wir haben immerhin einen Bäcker an Ort und da kaufe ich natürlich ein, weil der hervorragende Sachen hat. Weißt du, wo hingehst, dann nimmst du das mit. Ja, wenn halt ein Geburtstag gesagt hat, Hermann, mach ein paar Wecken. Dann mache ich halt ein paar Wecken oder auch so, wenn eine Vereinsfeier ist oder so. Mir geht es eigentlich um das, dass man es kann. Aus seinem Sauerteig, Brotteig formt er runde und lange Wecken. Lange, weil die schöne kleine Scheiberl ergeben. Wo ist das Mehl her? Das Mehl haben wir Gott sei Dank bei uns vor Ort noch einen Meiner, der wo auch Seidrohr selber noch malt.
Und der hat ein hervorragendes Mäh, der ist da weg, vielleicht 2 Kilometer. Ist eigentlich die einzige Mäh noch am Alpbach, waren da mal 13 Mäh. Der Seniorchef mäht halt nur und Gott sei Dank. Und ich finde das einfach gut, wenn man das Mäh auch von da hat und alles von da selber herkommt. Bis die Wecken gegangen sind, holen wir noch ein anderes Brot beim Bäcker Armin Fockenreiter. Da wird er ganz speziell bedient. Du, Erika, der Hermann braucht 2 Weckenbrot. Bringst du ihm das Holzhackerbrot, 2 Stück, eins schneiden wir auf. Und das zweite lassen wir ganz, ich pack's ja mal. Bringst du es uns bitte raus. Hey? Das Brot ist auch ein ganz eigenes, aus einem lang gereiften Sauerteig, das es beim Fockenreiter nur zum Wochenende hin, am Freitag, gibt. Ich hab das halbiert, geschnitten, eingeschweißen und da ist das andere drin, das Ganze. Das schaffe ich. Gell? Passt. Daheim sind die Wecken jetzt so weit, dass sie gleich zum Backen in den Ofen dürfen. Aber vorher erfolgt noch die Kennzeichnung. Wenn man jetzt ein Brot herschenkt, ist es schön, wenn man nachher weiß, wer es gemacht hat. Von dem Mackerl hat er noch ein paar Tausend. Die hat ihm die Verwandtschaft einmal geschenkt. Ich mache jetzt noch einen Ehripfikas. Man soll immer nur so viel machen, wie man selber essen kann. Wenn man mit mehrer Leute sich trifft. Weil wenn jeder dann immer so in die Unmengen bringt, dann bleibt es so viel. Ja, vielleicht kommt einer, der wo nichts dabei hat. Ja. Ein Ehripfikas, meine ich, den haben mehrere dabei, oder? Ja, oder öfters. Ja, ein Ehripfikas hat öfter einer dabei. Gewürzt werden die durchgepressten Kartoffeln mit ein bisschen Kümmel, Salz und Pfeffer, am besten frisch gemahlen. Ob man süße oder saure Sahne oder Schmand oder alles zusammen dazu gibt, ist Glaubenssache. Was noch fehlt, fein geschnittene Zwiebeln. Alles? Ja, alles eine. Alles? Ja, das ist eine. Der Ehripfikas ist zumindest in Niederbayern ein Muss bei einer gemeinschaftlichen Brotzeit. Ein Radi gehört genauso dazu. Es muss ihn halt bloß jemand richtig aufschneiden können. Wir können es beide nicht. Aber da wird sich schon jemand finden. Beim Getränkemarkt Wagner, wo wir zum Brotzeit machen, hinfahren. Dann tun wir es jetzt raus, gell? Besser als frisch aus dem Ofen kann das Brot nicht sein. Bis zur Brotzeit ist dann genau richtig. So, haben wir alles. Und das Bredel noch. Ja. Eine Brotzeit ist heute halt was zum Genießen. Früher war sie nur eine kurze Auszeit, eine Unterbrechung der Arbeitszeit. Auf dem Weg zum Wirt zeigt mir Hermann Ertl Höfe, an denen die Brotzeit mit der sogenannten Brotzeitglocken angekündigt worden ist, was viele aber heute gar nicht mehr wissen. Eine besonders schöne Hausglocken ist auf dem Dach beim Stegebauer in Pfarrkirchen. Wenn nicht in der Mittagszeit die Glocken gelitten haben, war das der Alarm, dass du heimkommen musst, weil irgendwas Wichtiges ist. Aber Brotzeitglocken haben wir nicht gesagt. Oder? Brotzeitglocken haben wir nicht gesagt. Also es war zum Mittagessen noch, für sowas schon. Und die hast du wirklich gehört bis links und rechts, runter am Wald. Also so das Ganze, was du dich bewegt hast, hast du die Glocken gehört. Ja, aber du weißt ja schon, dass man da Brotzeitglocken gesagt hat. Der Nachmittag zum Dreibrot hat man da gesagt. Zum Dreibrot war, nachher da hat man da eine Galle gemacht. Und auch Vormittag hat es 9 Brot gegeben. Also das Dreibrot ist noch am ehesten das, was man heute Brotzeit sagt. Ja, und drei Nachmittag haben die einen, da hat man auch gerade eine Kleinigkeit. Das ist ja nicht so, dass da so auftischt worden ist. Das ist ja eine Kleinigkeit gewesen. Wie es jetzt auch ist. Ja. Man isst ja zwischendurch auch jetzt einen Snack. Ja. Ja. Banane oder irgendwas. Ja, ja. Ein Snack haben wir auf die Terrassen neben dem Getränkemarkt in Anzenkirchen nicht dabei, sondern schon unsere handfesten Sachen. Da bringen auch andere was mit zum Wagner. Und das darf man da. Die Regina eine Bratensulz. Mit Ei. Ich hab's auch schön essig geschaffen. Was gehört dazu jetzt zu einer gescheiten Brotzeit? Das steht nirgendwo geschrieben. Jeder nimmt mit, was er am liebsten mag. Und das ist regional unterschiedlich. Manche meinen, das Brotzeit machen ist am Aussterben. Hier in Anzenkirchen stimmt das gewiss nicht. Aber Wammerl, oder? Ja, Wammerl. Ja, gut. Es ist schon alles ein bisschen Fleisch- und Wurstlastig. Aber der Radi, der wäre sogar traditionell vegan. Also einen richtigen Radi schneidet man eigentlich jetzt erst so. Und dann dreht man dann um. Und dann fängt man da praktisch wieder genauso an. So schaut er aus dann praktisch.
Dann tut man den ein wenig einsalzen. Das dauert jetzt eine Zeit, bis er zum Essen ist, weil er halt jetzt die Zeit braucht zum Tränzen. Aber dann ist er mit einem Butterbrot einwandfrei. Ich hab einen Hunger. So viel wie an dem Tag wird beim Wagen in Anzenkirchen nicht jeden Tag auftischt. Aber ist es üblich, dass man, wenn man hier was dabei hat, die anderen probieren lässt. Übrigens eine zweite Methode, den Radi zu schneiden. Zu anderer Stunde gibt es oft nur eine kleine Brotzeit. Wenn ich von der Arbeit komme, fahre ich nicht zum Metzger, kaufe mir Brotzeit. Dann fahre ich daher, ist die Brotzeit und ich trinke noch zwei halbe Bier. Vieri. Ah, ist gut. Vieri. Das ist wunderbar. Ja, man sieht, Brotzeit ist nicht nur das, was es im Wirtshaus als kalte Küche gibt, sondern Brotzeiteln, das ist schon eine gewisse Lebensart. Und da gehört dazu, dass man selber was Gutes macht und das gern mit den anderen teilt.